Ja, hallo meine Lieben. Heute gibt es ein ganz außergewöhnliches Projekt und zwar eine Kooperation mit dem Bastian Schröder. Der ist auf Instagram vertreten unter Baschrö. Und ja, darum geht es heute. Ich wünsche euch viel Spaß beim Video. Ja, was soll ich euch sagen? Das Projekt begann, ich sag mal, locker ein Jahr her. Bastian und ich hatten eine Idee, dass wir irgendwie eine Kooperation machen. Er macht den Metallteil, ich mache den Holzteil. Und ja, es ist natürlich schon eine ganze Menge Zeit dazwischen gewesen. Ich konnte zum Beispiel nicht drechseln bzw. kopieren. Und ja, und er hatte dann keine Zeit, mir das Gestell dann zu machen. Und das zog sich und zog sich und zog sich. Auf jeden Fall sind wir jetzt so weit, dass ich das Gestell von Bastian habe. Ich zeige euch mal Bilder, wie er das gemacht hat. Ja, das waren die Bilder und jetzt habe ich hier einen Fuß, den ich gedrechselt habe, beziehungsweise ich habe vier Füße gedrechselt. Das war für mich am Anfang ziemlich schwer, weil ich nicht kopieren konnte und der Martin Adomat, der hat mir gezeigt, wie man kopiert und das möchte ich euch mal eben erklären. Also ihr habt jetzt hier den Vierkant. Und dann messt ihr den größten Durchmesser und dann drechselt ihr erstmal alles auf den größten Durchmesser und dann markiert ihr euch die Stellen, die halt oben sind und gleicht dann hinterher die Konturen an. Hört sich ziemlich einfach an, ist aber jetzt nicht ganz so einfach. Nächste ist, ich habe gar kein Material mehr dazu. Dadurch, dass das schon so lange her ist, habe ich das wahrscheinlich irgendwann mal gelöscht. Und kann euch jetzt noch nicht mal zeigen, wie ich halt die Füße gedrechselt habe. Und ich kann euch auch nicht zeigen, wie ich diese Tischplatte gebaut habe. Aber das ist Eiche und das Stück ist Nussbaum. Und das habe ich einfach nur dazwischen gesetzt. Und ja, soweit ist die Tischplatte fertig. Aber ihr seht, dass hier noch was abgesägt werden muss. Und ich würde in diesem Part jetzt wieder einsteigen und euch die weiteren Schritte zeigen bis zur Fertigstellung des Tisches. Ja, der nächste Schritt wäre, ich würde jetzt hier so Vierkanthölzer fertig machen. Dadurch, dass ja hier die Streben, seht ihr auch hier, mit den Schrauben verbunden sind, hier an dem Vierkant, muss ich, ja, ich sag mal, da so Sägeschnitte reinmachen, sodass ich den Vierkant dann da auch reinbekomme. Und warum ist, ich muss ja jetzt hier die Füße, ja, das passt zu gut, nehmen wir den hier. Die Füße muss ich ja jetzt hier unten so drauf kriegen und deswegen habe ich auch das hier ein bisschen länger gelassen, dass ich das dann hinterher, also in den Vierkant werde ich ein Loch reinbohren und dann hat das auch dementsprechend richtig Halt und kann das dann auch festkleben.
Der Vierkant selber, der wird hier unten angeschraubt und dann werde ich die ganze Geschichte hier verkleben. Ja, ich brauche hier 45 mal 45. Jetzt habe ich hier noch so einen Restbalken. Aber ich sag mal, daraus könnte man ja auf jeden Fall was machen. Das säge ich mir jetzt erstmal auf 45 mal 45 zu. Zugesägt habe ich das jetzt. Jetzt muss ich natürlich da auch noch einen Schnitt reinmachen. Jetzt überlege ich gerade, ob ich das eventuell reinfräse oder das eben über die Säge ziehe. Muss ich mal gucken. Aber ich glaube, wenn ich das da reinfräse eben, dann geht das schneller. Wie breit ist denn eine Schraube? 5. Ja, reinpassen tun sie perfekt. Muss ich auch noch in der Mitte ein Loch bohren. Ja, dann ist das auch nicht mittig. Ich glaube, ich fräse das. Ich habe ja hier in meinem Sortimentskasten verschiedene Breiten. Und hier hätte ich 6,4. Ja, dann fräse ich das. Sonst muss ich an der Säge das zu oft umstellen. Und hier brauche ich dann nur einmal zitt, zitt und bin fertig damit. Ja, so funktioniert das ja wohl nicht. Da muss ich mir wohl eine Führung da dran legen. Sonst wird das nichts. So, 20, da muss ich auf 38. Ja, teste ich das direkt nochmal. Ja, jetzt kann ich da natürlich nicht. So geht das. Muss ich jetzt nur noch mal neu machen, weil so will ich das auch nicht da drin haben. Aber die drei, die können wir ja schon mal machen. Ja, jetzt passen die auf jeden Fall hier gut rein. Und habe ich gedacht, habe ich das auch verkehrt gemacht? Ja, der passt. Und die anderen habe ich. Ja, kann ich noch mal welche machen? Ja, hier passt immer nur eine Seite. Ja, super. Ja, wie gesagt, Brennholz produzieren kann ich sehr gut. So, jetzt passen sie alle. Aber eine Seite musste ich noch ein bisschen weiter aufmachen. So, jetzt sind die hier passend drin. Ja, jetzt muss ich eigentlich nur noch die Mitte anzeichnen. Und dann kann ich die dann auch bohren. Da kommt das nächste Problem. Ich habe nämlich keinen 16er Forstner Bohrer oder überhaupt Bohrer. Ich brauche aber, ja, 16. Oder ich bohre 18. Dann hätte ich da einen Millimeter Spiel, aber da muss ja sowieso auch noch Kleber rein. Die Löcher habe ich jetzt drin. Jetzt gucken wir mal. Ja. Ich hoffe natürlich jetzt, dass die auch mittig sind. Ich sehe schon, die sind auch nicht mittig. Ah, doch. Ja. Ja, das passt sehr gut. Wenigstens etwas.
kann ich die auf jeden Fall so festmachen. Ja, aber erstmal muss ich die jetzt da reinschrauben. Ich bohre die jetzt einfach hier mit 2 mm vor. Okay, das wäre auch fest. Ja, ich glaube, dann klebe ich jetzt erst die Füße da rein und dann kümmere ich mich um die Platte. Ja, wieso geht das Ding denn hier nie rein? So, ja, jetzt muss das natürlich auch gerade stehen, ne? Beziehungsweise winklig. So, ich werde das jetzt erstmal so trocknen lassen. Ich habe das so weit ausgerichtet und mal einfach hier die Platte draufgelegt, damit das hier einen vernünftigen Stand hat. Ja, jetzt kann ich natürlich mit der Platte nicht weitermachen, aber egal, dann mache ich halt mal eine Pause, ne? Ja, die Tischbeine haben angezogen, das heißt also, ich kann mich jetzt hier um die Platte kümmern. Ja, hier oben muss ich nur noch schleifen. Und hier auf der Seite, da habe ich noch einen kleinen Überstand. Den könnte man ja eigentlich ganz gut weghobeln. Ja, so ein kleiner Überstand ist hier noch. Ja, aber das sieht schon ganz gut aus. Hier ist mir der Kleber mit reingezogen. Deswegen sieht das hier ein bisschen schwarz aus. Aber ich hoffe mal, dass ich das gleich auch weggeschliffen kriege. Das sieht eigentlich ganz gut aus, beziehungsweise fühlt sich ganz gut an. So, die ganze Geschichte habe ich jetzt auf 320 geschliffen und das ist aber auch wirklich super glatt. Das Problem bei der Seite ist, eigentlich ist die ja gar nicht verkehrt. Allerdings sind mir hier beim Hobeln sind mir so kleine Stücke rausgebrochen. Obwohl ich schon halt in Faserrichtung gehobelt habe, aber hier sind so viele kleine Äste drin gewesen. Ja, hat es mir da ein paar Stellen rausgehauen. Von daher wird das hier meine Unterseite werden und das wird meine Oberseite, weil hier ist alles spiegelglatt und hier ist auch nichts passiert. Das sind 46,8 und das sind 46,6. Okay, also müssen wir uns jetzt die ganze Geschichte erstmal noch winklig sägen. Das war ja klar, dass das nicht passt. Gut, dass mir das nichts mehr ausmacht. Warte, ich kann ja meinen Schiebeschlitten verschieben. Na, bevor ich säge, das waren 46. Ja gut, da habe ich ein bisschen Polster. Passt. Bin ich die ganze Zeit schon überlegen, was ich jetzt hier für eine Faser dran mache. Hier muss ich natürlich auch noch schleifen. Ja, ich habe mich entschieden, ich werde hier einen 8er Radius dran machen. Das mache ich wieder mit meinem Lieblingsspielzeug hier. Musik.
Ja, soweit sieht die Kante schon mal ganz gut aus. Aber das gefällt mir auch irgendwie nicht. Ich glaube, da mache ich auch noch einen Radius dran. Dann sieht das auch ein bisschen ergonomischer aus. Das sind immer so Entscheidungen, die sind ja endgültig, ne? Weil dran flicken kann man nicht mehr viel. Ich werde da auch einen Radius dran machen. Die Platte habe ich jetzt komplett geschliffen. Nochmal. Kann ja nicht schaden, ne? Ja, hier unten habe ich jetzt nur eine Phase dran gefeilt, ja sicher. Eine Phase dran geschliffen. Könnte ich eigentlich nochmal eben kurz hier auch nochmal mit drüber gehen. Fühlt sich super weich an. Und unten habe ich jetzt entschieden, mache ich keinen Radius mehr dran, da lasse ich jetzt die Phase. Gefällt mir eigentlich so ganz gut. Ja, wenn wir jetzt den Tisch hier draufsetzen, dann sieht das doch schon ganz schön aus. 3,8, 4,2, 4, 4. So soll es ja auch sein, ne? 4 cm hatte ich gesagt. Hier werde ich auch mit 2 mm vorbohren. Hier werde ich 4x25 nehmen. Ich denke mal, dass das dann auch tief genug ist. So, ich habe ja hier noch meinen Wachs. Das ist 100% Bienenwachs und Walnussöl. Und damit werde ich das jetzt hier einschmieren. Ja, soweit sieht das schon mal sehr schön aus. Und ist auch ganz weich. Das muss ich jetzt natürlich nur einziehen. So, die untere Seite habe ich jetzt auch schon eingewachsen. So, jetzt können wir den Tisch da wieder draufschrauben, beziehungsweise das Gestell. Hat auch einen schönen Seidenglanz. Ich bin ja jetzt nochmal mit dem Nylontuch drüber gegangen und dann fühlt sich das wirklich richtig gut an. Ja, Tisch ist fertig. Ich finde, der ist auch sehr schön geworden. Das Problem war allerdings jetzt die Zeitspanne. Wie gesagt, Bastian und ich hatten, ich habe keine Ahnung, anderthalb Jahre, ein Jahr ist das bestimmt schon her, müsste ich mal in die Mails gucken oder immer Instagram, keine Ahnung, dass wir eine Kooperation machen wollten. Wie gesagt, er hat das Metallgerüst gemacht, ich habe jetzt den Holzpart dabei gemacht. Ich bin sehr zufrieden mit dem Ergebnis, ich finde den sehr, sehr schön, auch jetzt hier mit dem Eichestück und dem Nussbaum dazwischen, finde ich sehr schön. Ich habe das ja mit Walnussöl und Bienenwachs eingeschmiert. Hinterher bin ich nochmal mit so einem Leintuch drüber gegangen. Dann bekommt der Tisch nochmal eine schöne, ja, so einen seidenmatten Glanz. Also, wie gesagt, mir gefällt der sehr, sehr gut. Wenn ihr Interesse habt an einem Kopiervideo, wie ich zum Beispiel jetzt die Beine gedrechselt habe und worauf man da achten sollte, schreibt einfach mal in die Kommentare. Ich versuche dann zeitnah irgendwie ein Video dazu zu machen. Allerdings muss auch schon Interesse da sein. Ja, und ansonsten, wir haben überlegt, den eventuell bei eBay zu versteigern. Wer da Interesse hat, ich werde das in den nächsten News dann bekannt geben. Ich weiß gar nicht, wann die kommen. Lasst euch überraschen, ihr seht es ja, wer die Glocke anhat oder mich abonniert hat, der weiß ja dann, wann meine News kommen. Ja, und dann werde ich den wahrscheinlich dann auch bei eBay dann reinsetzen und wie gesagt, in den News seht ihr dann den Link. Wer Interesse hat, den Tisch zu ergattern, zu ersteigern,
ist da recht herzlich eingeladen mitzubieten. Ja, dann sind wir jetzt am Ende des Videos angelangt. Ich hoffe, es hat trotz des fehlenden Materials euch Spaß gemacht, mir ein bisschen dabei zuzugucken. Und würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann, tschüss.